Ja, warte. Ich möchte eine Katze an meinen. Katze. Gut. Katze. Hallo Kinder, wir sind wieder in der Salzgebäckwerkstatt. Das ist unser Werk, was wir gestern hier gemacht haben. Schaut es euch an. Dazu will ich euch bloß gleich noch etwas sagen. Unsere kleine Stella ist heute wieder mit dabei, aber die ist bei uns hier mit im Haus. Sie wohnt hier mit und dadurch kann sie immer mit bei uns basteln. Dass ihr euch nicht wundert, denn ihr könnt ja eure Großeltern nicht sehen. Bei uns ist das ein bisschen anders, weil wir zusammen wohnen. So, jetzt können wir unsere Salzteig-Sachen anmalen. Zum Beispiel mit Farbkästen oder kleine Sachen mit Filzstiften. Für die Augen können wir vielleicht ein Edding nehmen oder auch Acrylfarbe, wenn ihr die zu Hause habt von euren Geschwistern. Das macht sich auch sehr gut. Jetzt schaut, wir können die Perlen hier bemalen. Das sind die Perlen, die wir gestern gebastelt haben. Ja, Stella darf die auch malen. Die können wir auch ziemlich bunt bemalen mit allen Farben. Möchtest du auch eine Perle haben? Bitte schön. Und dann können wir daraus eine Kette basteln, wenn die getrocknet sind. Für die Perlen wäre es natürlich ratsam, wenn wir die dann noch ein bisschen lange trocknen lassen, damit die Farbe nachher nicht abfärbt. So, wenn wir damit allem fertig sind, wir haben heute hier zum Beispiel das Herz schon bemalt, dann können wir ein Band nehmen. Habe ich hier schon mal hingelegt. Oh, wir haben gar keine Schere. Eine Schere brauchen wir dafür und können die auffädeln. Ihr müsst immer daran denken, wenn ihr euren Salzteig macht, dass ihr Löcher in die Salzteig-Sachen macht. Denn wenn wir die hinterher machen, dann würde das kaputt gehen. Umi, ich bin gleich da. Du bist auch gleich fertig. Ja, dann basteln wir eine Perlenkette. So, das Herz ist hier noch ziemlich weich. Viele Sachen sind noch gar nicht richtig getrocknet, wenn die nämlich zu prima gemacht. Wenn die nämlich zu dick gemacht sind, der Salzteig, trocknen die ganz schwer. Dann brauchen die sehr lange, um zu trocknen. Den Rest aus dem Backofen könnt ihr dann gerne auf der Heizung trocknen. Das macht sich auch ganz gut. Und dann geht es auch schnell. So, einen Knoten reingemacht. Und ruckzuck haben wir hier einen Anhänger für den Osterstrauß. Schaut, und so können wir das mit den Ostereiern machen oder mit den Schmetterlingen oder mit den Hasen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und wir schauen mal, was wir uns als nächstes einfallen lassen. Tschüss! Tschüss.